Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle live dabei sind und ja, persönlich auch immer auf diesen Termin mit Mario. Und bevor ich tatsächlich jetzt den Bildschirm übergebe, dann müssen wir uns einmal den Risikohinweis anschauen. Der ist wichtig, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns Mario heute vorstellt. Das ist ganz wichtig, bitte beachten. Ja? Okay, dann nochmal offiziell guten Abend, Mario. Ich übergebe sehr gerne Bildschirm. Schön, dass wir das Webinar wieder zusammen machen. Und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank, Nelson. Vielen Dank an alle in die Runde, dass Sie, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich muss gerade noch Wir kurz sehen, glaube ich, das den falsche falschen Fenster. Bildschirm. Ja, ich muss gerade noch das ändern. So, ich hoffe, jetzt ist es Jetzt, ja. passend. Gut, dann, wie gesagt, grüße ich alle recht herzlich. Wir schauen uns einfach an, was die Märkte in den vergangenen Tagen gemacht haben und vor allen Dingen, wie geht es in den nächsten Tagen weiter. Werden einen Blick auf den Devisenmarkt werfen, auf die Indizes und natürlich auf interessante Einzelaktien. Ich habe hier schon den einen oder anderen gesehen, der geschrieben hat, Lufthansa und Wirecard. Ja, das sind natürlich jetzt die Spezialaktien, die jetzt gerade wirklich viel rumlaufen. Wir haben ja in der letzten Woche auch schon ein Video zu Lufthansa gemacht, die ja aus dem DAX herausfliegen und jetzt plötzlich abheben. Das war aber nicht ohne, dass man damit rechnen konnte. Das sehen wir uns auch gleich im Chart an. Und das ist auch der Grund, warum man als Trader eben nicht nur sich beeinflussen lassen darf, was in den Medien steht, sondern vor allen Dingen schauen sollte, was im Chart passiert. Okay, den Risikohinweis hat der Nelson vorhin schon gezeigt, deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal genau darauf ein. Ihr wisst es, das ist immer meine Meinung zum Markt. Ihr müsst selber wissen, was ihr dann am Ende des Tages natürlich für euch daraus macht. Haften tun weder FX Flat noch ich noch Nelson. Okay, dann hatten wir heute EZB-Präsidentin Lagarde hat heute gesprochen. Dann haben wir morgen an wichtigen Terminen die Stellenangebote aus den USA und dann ein ganzer Zahlenreigen am Mittwochnachmittag, der Verbraucherpreisindex und die Rohöllagerbestände. Und dann haben wir natürlich noch den Zinsentscheid der Fed um 20 Uhr. Das ist sicherlich mit Abstand der spannendste Termin am Mittwoch und natürlich dann um 20:30 Uhr. Und da möchte ich euch auch für sensibilisieren, achtet auch immer auf die Pressekonferenz, weil es ist wirklich wichtig, was dort besprochen wird. Dann am Donnerstag die Arbeitslosenhilfe, Erstanträge aus den USA und der Erzeugerpreisindex. Wir haben hier ja am Donnerstag zumindest in einigen Bundesländern Feiertag. Das heißt, also ich selber bin dann auch schon raus. Für mich ist es eine ganz, ganz kurze Woche. Wir hatten am Wochenende unser Mastermind-Treffen in Starnberg gehabt, in 4 Jahreszeiten. Und ich bin auch ab Donnerstag wieder raus, weil wir eine große Veranstaltung am Wochenende noch in Hamburg haben. Dann noch vielleicht wichtig, der nächste Wochenausblick erscheint dann am kommenden Montag bei YouTube. Das wissen die meisten dann immer am Mittwoch. Wenn ihr ja unseren Newsletter abonniert, dann auch schon immer am Montag. Okay, dann würde ich sagen, starten wir dann auch sofort mit den Märkten. Wie immer zuerst der S&P 500 Index. Und der hat sich natürlich in den letzten Wochen extremst gut entwickelt. Wenn wir uns erst einmal anschauen, was ist passiert hier seit dem Tief am 23. März, der Aufwärtstrend ist natürlich weiter intakt. Der Markt hat es geschafft, die 200-Tage-Linie hinter sich zu lassen und läuft jetzt mehr oder weniger Stück für Stück, Tag für Tag immer weiter Richtung Norden. Vor allen Dingen, und das ist für mich als Markttechniker natürlich sehr wichtig und vielleicht auch für viele von euch, wir haben hier diesen Abwärtstrend, der ja schon seit Anfang des Jahres besteht, hier das letzte Hoch, diesen Punkt 3 herausgenommen. Das war so der letzte markante Widerstand. Wir haben in den letzten Wochen ja immer wieder im Wochenausblick darauf hingewiesen, dass es zwei wichtige Punkte gibt. Das eine war hier dieses Hoch, das andere war die 200-Tage-Linie. Das Ganze ist mit Bravour durchschritten worden. Das heißt, jetzt ist auch der S&P 500
auf der sauberen Seite. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit jetzt sehr, sehr hoch, ähnlich wie beim Nasdaq, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, dass wir hier an die Hochs bei 3.380 Punkte heranlaufen und wahrscheinlich auch drüber hinweggehen. Die spannende Frage ist natürlich, wie kann das sein, dass wir in einem solchen Marktumfeld so stark sind? Darauf werden wir dann gleich nochmal eingehen. Wenn wir uns das Ganze im Stundenchart anschauen, das ist hier für die meisten Trader sicherlich auch besonders interessant, weil die meisten ja wahrscheinlich nicht den Tageschart handeln. Und da sieht man eben auch sehr schön hier diesen großen Trend hier, der hier sauber nach oben läuft. Das mache ich jetzt mal einfach hier so ganz grob. Und dann nehmen wir uns natürlich noch den letzten Trend vor, den die meisten dann wahrscheinlich auch handeln werden. Das ist dann hier entsprechend dieser Trend hier. Und auch der verläuft natürlich sehr, sehr sauber. Das heißt, solange hier dieser Trend intakt ist, und jetzt müssen wir mal so ein bisschen genauer drauf schauen, zu 3211, ob wir da heute schon drüber waren. Ja, da sind wir gerade dran an diesem Bereich. Das heißt, der spannende Bereich ist jetzt hier die 3.180-Punkte-Marke für mich. Warum? Nun ja, wenn dieser Bereich durchbrochen wird, das ist ungefähr 1% vom Hoch jetzt weg, dann wird diese Aufwärtsdynamik mit großer Wahrscheinlichkeit erst einmal nachlassen und dieser starke Trend, diese starke Trendbewegung, die wir gerade sehen, wird dann sicherlich erst einmal ein kurzfristiges Ende finden. Das würde mich jetzt auch nicht verwundern, weil wir haben natürlich in den letzten Tagen wirklich eine starke Bewegung gesehen. Wie gesagt, die letzte Aufwärtsbewegung, wenn wir uns die hier anschauen, ist natürlich schon extremst gewesen, was wir hier im S&P gesehen haben. Wenn wir uns das prozentual anschauen, das sind über 10% gewesen, alleine dieser Bewegungsarm und das durch die Widerstände durch. Wir haben am Freitag auch noch ein 90-prozentiges Abvolumen in den US-Märkten gesehen. Das heißt, hier sind sehr, sehr viele Marktteilnehmer dann am Freitag auch noch auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Jetzt übers Wochenende hat sich dieser Trend auch noch weiter fortgesetzt. Aber, und das muss man auch berücksichtigen, irgendwann wird natürlich dieser Trend auch heiß laufen und die Wahrscheinlichkeit steigt jetzt tatsächlich mit jedem Tag, dass es auch endlich einmal wieder zu einer kurzen Konsolidierung kommt, so dass der Markt auch mal wieder Luft bekommen kann und wir mit neuen Positionen auch dann wieder die Chance haben, in den Markt einzusteigen. Wie schaut es beim Nasdaq aus, der heute eher unverändert notiert? Auch hier sehen wir natürlich, wie der Markt sehr schön hochgelaufen ist. Da seht ihr noch ein paar Grafiken von mir von der letzten Besprechung, dass der Markt hier im Prinzip immer wieder an den Tiefs sauber weggedreht hat. Und das ist eben der Grund, warum ich eben so gerne technisch handle. Das heißt, jede Korrektur, die der Markt zurzeit macht, und das kann man hier wirklich sehr schön sehen, kann man wirklich extremst gut im Stundenchart nutzen, um hier weiter wieder neue Positionen aufzubauen. Das kann man natürlich im Index machen, aber noch besser ist es natürlich, wenn ihr das Ganze in Einzelaktien euch genauer anschaut. Denn wenn wir uns das anschauen, der Index ist natürlich stark gelaufen, aber wenn wir uns das anschauen hier von der 200-Tage-Linie bis hier oben, dann sind das 20%, aber es gab halt super, super viele Aktien, die deutlich stärker als diese 20% gestiegen sind. Und deswegen, ja, Indexhandel ist super, vor allen Dingen in den letzten Wochen. Aber wie gesagt, man kann noch viel, viel mehr aus dem Markt herausholen. Für mich selber und auch für viele meiner Kunden. Wir hatten am Wochenende, wie gesagt, unser Mastermind-Treffen gehabt. War tatsächlich der Mai ein extremst guter Monat. Und ich hoffe natürlich auch für euch, dass ihr in diesem Jahr, in diesem volatilen Umfeld, viele, viele Gewinne mitnehmen konntet. Weil natürlich bergab, als es dann nach unten ging, konnte man natürlich sehr stark von dieser Dynamik profitieren und jetzt im Nasdaq vor allen Dingen eben auch, wie gesagt, in vielen Einzeltiteln von der Dynamik, die dann nach oben kommt. Schauen wir in den Stundenchart auch hier ganz kurz hinein und da sehen wir eben, dass das Bild doch ein wenig anders ist als im S&P. Da haben wir ja gesehen, dass es oben so eine dreifach hoch schon gegeben hat. Hier, wenn wir uns den Stundenchart anschauen, ich nehme jetzt einfach mal nur die letzten Aufwärtspeaks, die wir hier gesehen haben, kann man ganz gut sehen, dass der Markt hier erst einmal sehr sauber hochgelaufen ist. Jetzt allerdings, und das ist jetzt das Spannende, das ist eben der Unterschied zum S&P, wir haben hier die Tiefs unten herausgenommen heute. So, und hier ist es jetzt wichtig, dass man nicht einfach
blind hinterher springt, also jetzt einfach sagt, ja, jetzt ist der Trend gebrochen, jetzt gehe ich short, das ist ganz, ganz wichtig, weil man sieht hier ja auch, der Markt ist ja hier kurz runtergekommen, hat aber auch sofort eine Umkehrkerze hier an dieser Ausbruchsmarke gemacht, also da, wo viele ihren Stop sitzen hatten, die sind dann irgendwann ausgestoppt worden, aber der Markt schafft es momentan gerade, sich auch noch darüber zu halten. Das heißt also, es ist noch nicht so weit, dass man sagen kann, es beginnt jetzt hier die neue Korrektur im Nasdaq-Index, sondern was wir hier sehen, ist erstmal, dass es nur zu einem Trendbruch gekommen ist. Um hier zu sagen, wir gehen in die nächste Korrekturwelle hinein, müsste jetzt tatsächlich dann erstmal diese Bewegung hier nach unten stattfinden. Dann können wir davon sprechen, dass der Markt in eine Korrektur hineinläuft. Wie lange die dann anhält, müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, zum allgemeinen Bild und auch die Fragen. Thomas schreibt schon gerade, viele sprechen von der zweiten Abwärtswelle. Kommen wir gleich noch zu. Schauen wir uns den deutschen Markt auch noch dazu an. Auch da vielleicht erstmal im Tageschart. Weil das war ja in den letzten Wochen eher der schwächste Markt von den dreien, die ich mir regelmäßig anschaue. Natürlich haben wir auch noch den MDAX. Aber wenn wir hier auf die großen Indizes schauen, dann sehen wir auch, dass der DAX es geschafft hat, hier die 200-Tage-Linie jetzt in den letzten Tagen hinter sich zu lassen und auch den, ja, sag mal, diesen Widerstandszone, die wir hier hatten. Einmal setze ich sie ja zusammen aus der 200-Tage-Linie und aus dem Hoch der Abwärtsbewegung, die wir vorhin uns ja auch schon angeschaut haben, im S&P oder auch im Nasdaq-Index hier, also auch markttechnisch gesehen, ist diese Abwärtsbewegung beendet gewesen, hier bei etwa 12.400 Punkte. Wir sind jetzt schon knapp bei 13.000 Punkte angekommen. Also auch hier sind wir nicht mehr weit von den Hochs entfernt. Und das haben wir auch in den letzten Tagen ja gesehen. Aktien, die sehr stark verprügelt wurden, wie beispielsweise eine Lufthansa, konnten plötzlich wieder aufsteigen, sind sehr, sehr stark geworden und das verwundert auch nicht. Dazu habe ich auch vor 2 Wochen schon vor 10 Tagen ein Video gemacht. Die Großen gegen die Kleinen und die Starken gegen die Schwachen. Findet ihr alle auf meinem YouTube-Kanal Markttechnik erfolgreich handeln. Dass wir natürlich nicht nur uns die Indizes anschauen sollten, sondern natürlich auch, welche Branchen gespielt werden und natürlich es gibt Phasen, da werden die ganz starken Titel gespielt. Das haben wir vor allen Dingen im Nasdaq gesehen, nachdem der Markt sehr stark verprügelt wurde, dass dann irgendwann die Aktien gespielt wurden, von denen man wusste, okay, die sind eigentlich die Profiteure wie eine Amazon, wie eine Netflix. Das sind die, die natürlich sehr stark profitieren von der gesamten Krise. Aber auf der anderen Seite natürlich, irgendwann werden natürlich auch die verprügelten Werte, die 50, 60, 80% verloren haben, dann natürlich auch gekauft. Und das Gute ist halt, wenn man sich mit dem Markt beschäftigt und dann bekommt man ein Gefühl dafür, für dieses Timing, wann wird was gehandelt und das dafür möchte ich euch sensibilisieren und deswegen machen wir auch eben so viele Videos auch dazu und machen eben auch in unserer Ausbildung, dass wir euch zeigen, worauf müsst ihr halt achten, damit ihr da möglichst ein gutes Timing bekommt. Also wenn wir uns das Ganze anschauen, auch hier noch kurz in der Stunde, da sieht man auch hier, dass der Trend hier natürlich noch vollkommen intakt ist. Also wir auf das Gegenteil zu spekulieren, macht halt im Moment überhaupt keinen Sinn, dass man sagt, naja, vielleicht kommt der Markt ja jetzt nach unten wieder von dieser zweiten Welle. Ja, die wird vielleicht kommen, aber die Frage ist ja, wann? Und das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Also wenn wir uns das anschauen, hier erstmal auf den DAX gesehen, hier auch eigentlich erspannen, sobald wir unter die 12.670 Punkte fallen. Bis dahin ist dieser Aufwärtstrend erst einmal noch intakt. Und solange, wie gesagt, diese Trends auch im Stundenchart noch da sind, brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, ob auf dem Tageschart irgendwas passiert, also dass wir von dieser zweiten Abwärtswelle, von der viele draußen sprechen, dann kommen, weil die ist jetzt so weit entfernt, dass man dort auf Short setzen kann und sollte. Auch was unser 6-Phasen-Modell anzeigt, sehen wir halt im Moment überhaupt keine Indikation dafür, dass wir hier auf Short setzen sollten, sondern es ist im Moment die Zeit, diese Stärke mitzunehmen. Es sind halt sehr viele Marktteilnehmer auch derzeit gar nicht im Markt engagiert. Vor allem die großen Player, wenn man sich das anschaut, die Statistiken der Fondsgesellschaften, die zurzeit noch sehr hohe Liquiditätsreserven haben, die natürlich auch schauen müssen, was machen sie denn mit ihrem Geld? Weil der Markt zieht hoch. Wir sind fast wieder an den Hochs. Wenn wir uns überlegen, die Märkte haben 30, 40% verloren. Der Nasdaq ist schon am Hoch.
angekommen. Der deutsche Markt, ja, ist noch 1000 Punkte entfernt. Das ist aber jetzt auch nicht mehr die Welt. Der S&P ist fast dran. Also das sind alles die Dinge, die man halt berücksichtigen muss. Und die Frage, die ja immer wieder aufgekommen ist in den letzten Tagen, ist natürlich, wie kann es sein, dass zum Beispiel der Index, wie jetzt der Nasdaq beispielsweise, hier schon neue Hochs wieder markiert hat. Wir sehen, dass der am Ende letzter Woche auf ein neues Hoch gesprungen ist. Hat alles, was abverkauft wurde in den letzten Wochen, das kann man vielleicht sogar noch fast besser sehen, wenn man vom Tageschart in den Wochenchart übergeht. Wir haben hier eine regelrechte V-Umkehr gesehen und ganz, ganz viele haben gesagt, naja, es wird eben eine W-Formation werden oder es geht sogar noch viel, viel tiefer mit dem Markt. Und ich finde, das ist einfach nicht angebracht, ist an den Märkten so zu spekulieren, was da passieren sollte, sondern dass wir uns eigentlich Woche für Woche anschauen müssen, was ist im Markt eigentlich los, in die Charts zu schauen und zu sagen, okay, das ist das, was gerade da ist. Das haben wir ja auch gemacht, dass wir recht früh aus der Short-Situation dann auf die marktneutrale Phase gesprungen sind und dann im Nasdaq dann doch, als der Markt über die 200-Tage-Linie gegangen ist, dann auch sofort auch innerhalb unseres Screening-Dienstes immer vermehrt auf die Long-Seite gegangen sind. Wir haben derzeit überhaupt gar keine Short-Titel auf unserer Watchlist groß vorliegen, weil das einfach auch wenig Sinn macht. Die Stärke ist einfach viel zu groß auf der Long-Seite. Welche Gründe gibt es dafür, dass der Markt so stark ist? Das eine natürlich die Liquidität. Also ich habe gerade schon gesagt, die Fonds und Pensionskassen haben sehr viel Liquidität. Auf der anderen Seite haben natürlich die Zentralbanken die Märkte geflutet und im Moment werden negative Nachrichten auch nicht negativ vom Markt aufgenommen. Auch das ist ein Punkt, daran muss man sich als Händler gewöhnen. Das ist auch etwas, worüber wir immer wieder in den Ausbildungen sprechen. Ihr müsst verstehen, dass eine negative Nachricht, wie auch beispielsweise von der Lufthansa, dass sie aus dem DAX herausfliegt, in manchen Marktsituationen negativ aufgenommen wird. Es gibt aber auch Marktphasen, wo das eben nicht der Fall ist. Und das ist eben derzeit so. Wir haben ein negatives Marktumfeld zwar gehabt, aber zwischenzeitlich, ich habe hier mal den Fall gemacht, da kam die Nachricht raus, dass die Lufthansa aus den DAX herausfliegt. Wir haben auch sofort ein Video zu dem Thema gemacht, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, hier in zu diesem Zeitpunkt hier zu sagen, ich möchte Short gehen in diesem Markt. Also wenn man sich das anschaut, hier am Hoch, ich glaube am Freitag war es gewesen, ich muss es glaube ich noch ein kleines bisschen hochziehen, um einen Tag, Freitagmorgen, als ich in Starnberg war, so war es gewesen, da war vorbörslich der Kurs erst noch deutlich niedriger. Auch das ein Grund, bitte nicht vorbörslich schauen und dann einfach blind auf die Short-Seite drücken und dann short gehen in Aktien, sondern schaut euch die Nachricht an, die da ist. Ja, die war, Lufthansa geht aus dem DAX heraus, Deutsche Wohnen kommt hinein. Aber wir sehen hier um 9 Uhr, als Xetra aufgemacht hat, waren wir zwar noch etwas unter den Tiefs, aber dann ist der Markt hier doch recht stark nach oben gegangen. Und gerade dann, wenn viele damit rechnen, dass der Markt short gehen müsste, weil die Nachricht ist doch schlecht gewesen, passiert natürlich genau das Gegenteil. Und das kann man sich hier anschauen. Viele Kunden von uns haben das auch auf der Long-Seite gehandelt. Ich habe vorhin auch schon gelesen, Dagmar hat auch schon geschrieben, ist auch schon 2R vorne in Lufthansa. Das ist total super, Dagmar, da freue ich mich richtig drüber, weil hier kann man das ganz gut sehen. Der Markt hat hier am Freitag tiefer aufgemacht um 9 Uhr. Um 8 Uhr waren wir noch richtig weit im Minus gewesen. Ich hatte morgens noch vor dem Frühstück drauf geschaut und als ich dann um 9 Uhr geschaut habe, habe ich gedacht, okay, das sieht schon wieder viel, viel entspannter aus. Und man konnte dann einfach über den Hochs hier entsprechend seinen Trade ansetzen, seine Stops hier einfach unter das Tief. Und wenn man sich dann anschaut, was passiert ist, zwischenzeitlich kommt man den Stop hier schon schön in den Gewinn hineinziehen. Die Aktie hat alleine seit Freitag hier zur Eröffnung, oder wir nehmen hier einfach den Schlusskurs hier, wenn wir uns das so schauen, 15% aktuell im Hoch sogar knapp 20% gemacht. Und das ist eben ein reiner News-Trade. Ne? Wir haben die News gehabt, die hat jeder vorbörslich gehabt und normalerweise müsste jeder dann entsprechend diesen Trade dann auch relativ einfach umgesetzt haben. Ich hoffe, dass die wenigsten von euch auf der Short-Seite unterwegs waren in Lufthansa, sondern tatsächlich, so wie wir auch bei uns immer vorgehen, nicht nur alleine die News lesen, sondern auch schauen, was macht der Markt aus dieser News. Und so ähnlich war es davor die Woche mit TUI, dazu haben wir auch ein Video gemacht. Auch da ist die Aktie explodiert. Das kann ich hier auch noch mal kurz zeigen im Tageschart.
Auch da war es so gewesen, dass am Wochenende, das war hier gewesen, der Markt mit einem Gap aufgemacht hat. Da hat der Vorstand gesagt, ja, wir können wieder Reisen anbieten. Es geht wieder ab Mitte Juni los. Und was passiert ist, vom Eröffnungskurs an ist der Markt hier um 100% innerhalb von 3 Tagen gestiegen. Natürlich ist der Markt dann auch wieder zurückgekommen. Natürlich ist man dann auch auf dem Weg natürlich ausgestoppt worden, ganz klar. Aber wenn ihr 10-20% hier mitgenommen habt, dann ist das ein super, super tolles Ergebnis. Es geht nicht darum, hier diese 100% zu bekommen. Das ist Blödsinn. Aber wenn man hier von diesen 100 sich hat 10-20% rausschneiden können, dann hat man eben alles richtig gemacht. Und auch hier in der zweiten Welle, auch darüber haben wir am Wochenende gesprochen, haben einige Kunden gehabt, auch mit denen ich auch noch telefoniert habe am Freitag, die gerade in TUI dann hier in die zweite Welle dann eingestiegen sind nach oben. Ich glaube jetzt auch nicht, dass TUI jetzt der Durchstarter wird, der jetzt wieder ganz schnell Richtung 20 Euro laufen wird. Aber mir geht es eher darum, dass ihr sensibilisiert seid für das Thema News, weil News sind halt extremst wichtig. Und das ist ja auch das eines der Schwerpunkte, die wir halt immer wieder besprechen, auch bei uns. Weil das ist eigentlich das, was natürlich das Salz in der Suppe ist, die hohe Volatilität, die hier entsteht. Gut, dann schaue ich mal kurz auf die Fragen, die reingekommen sind. Blick auf Lufthansa, kann man da jetzt noch aufspringen? Dann gehen wir nochmal hier kurz auf Lufthansa. Ich nehme nochmal hier kurz die Zeichnung raus. Also eine Frage, die ich mir halt immer stelle und das solltet ihr euch auch stellen. Wie kommt ihr denn drauf, immer jetzt diese Fragen zu stellen? Warum macht ihr das nicht vorher? Natürlich schauen wir uns an, wie du gleich in diesen Trade noch hineinkommen kannst. Aber wenn wir uns das anschauen, die Aktie hat von der letzten Welle aus hier auch zwischenzeitlich 75% gemacht. Nachdem bekannt wurde, dass Lufthansa aus dem DAX herausfliegt, also von Freitag bis jetzt, waren es 20%. Warum agiert ihr nicht sofort? Also wenn die Nachricht kommt oder spätestens am Tag danach, also sprich dann heute, auf das Ganze. Das ist eben das. Natürlich ist nicht jeder, hat nicht jeder die Zeit, sofort darauf zu reagieren, weil nicht jeder ist Daytrader. Das kann ich gut verstehen, weil ich selber habe auch immer weniger Zeit. Ich habe heute auch fast den ganzen Tag im Auto gesessen. Wir sind kurz nach dem Frühstück losgefahren, sind einmal quer durch Deutschland gefahren. Da hat man natürlich nicht Zeit, dann darauf zu reagieren, was da passiert. Aber wenn ihr eine Nachricht dann liest und euch das anschaut, und das war ja hier bei Lufthansa dann gewesen, dann ist es doch ohne Probleme möglich zu sagen, okay, ich möchte nach der nächsten Korrektur, die entstanden ist, und das ist ja hier die Korrektur vom Freitag gewesen, dann noch zumindest heute am Montag dann einfach einzusteigen, wenn die Aktie durch das Hoch geht und markttechnisch gesehen dann entweder den Stop unter das letzte Tief setzen oder, was wir ja auch immer wieder sagen, handelt doch ansonsten einfach nur die Bewegung, dass ihr den Stop Kerze für Kerze einfach nachzieht unter Berücksichtigung von Innen- und Außenkerzen. Das ist ja auch eine sehr einfache Möglichkeit, dann auch noch, wenn der Markt sehr weit in der Bewegung ist, dann auch noch mit einzusteigen, weil dann wäre man heute Morgen auch hier sehr schön in den Trade hineingekommen, hätte vielleicht seinen Stop hier unter diesem Tief gehabt, hätte das dann im Laufe des Tages einfach immer weiter nachgezogen. Der Stop würde jetzt hier wahrscheinlich auf diesem Niveau liegen, wenn wir die Innen- und Außenkerzen berücksichtigen, und dann müsste man morgen schauen, ob man hier ausgestoppt wird oder nicht oder ob man hier entsprechend mit Take Profits arbeitet, so wie ihr das möchtet. Wenn du fragst, wie kommt man jetzt noch rein? Nun ja, jetzt würde ich erstmal abwarten natürlich, was kommt, dass nämlich ob eine Korrektur kommt, weil jetzt hier auf diesem Niveau einzusteigen, finde ich sehr, sehr schwierig. Deswegen die Frage, die du stellst, bist du ja nicht allein. Es sind ja immer ganz, ganz viele, die auch immer fragen, ja, kann man noch einsteigen? Und ich kann halt immer nur die eine und Antwort geben, warum eben immer erst so spät? Warum wollt ihr immer erst einsteigen? Wenn wir uns die letzte Bewegung hier anschauen, also wirklich hier nur vom Tief hier hoch, es sind 35%. Jetzt einzusteigen, dann läuft man Risiko, tatsächlich relativ schnell ausgestoppt zu werden, sondern wartet doch entweder, dass es zu einer größeren Korrektur kommt, oder warum nicht auf die nächste Chance warten? Also sprich auf eine Aktie, die wieder eine News hat. Wie gesagt, wir hatten in den letzten Tagen, wir hatten Lufthansa, wir hatten
davor die Woche TUI, einfach drauf zu schauen, welche News ist da, um dann entsprechend auf solche Titel aufzuspringen. Gut, schauen wir uns noch Wirecard an. Weil da hast du auch nachgefragt, dann wollen wir da auch gerne einen Blick drauf werfen. So, und hier bei Wirecard ist natürlich auch eine Aktie, die seit Monaten nachrichtengetrieben ist. Wir müssen es mal rein technisch anschauen erst einmal. Dann sehen wir hier natürlich, dass die Aktie sich hier in einem Abwärtstrend befindet. Allerdings, und das muss man hier attestieren, die Korrekturen sind gigantisch in der Aktie. Wenn wir uns die Bewegung anschauen, die Korrekturen, da könnte man schon fast immer meinen, man müsste hier jedes Mal long mit einsteigen. Aber erstmal grundsätzlich ist die Aktie natürlich abwärts gerichtet. Auch heute wieder mit einem Gap nach unten aufgemacht, das Ganze dann entsprechend auch wieder aufgeholt. Frage von dir ja, soll man jetzt hier noch einsteigen in Wirecard? Ehrlich gesagt, Wirecard ist eine Aktie, die fasse ich wirklich nur in dem Moment an, wo eine News rauskommt und im Regelfall auch wirklich nur an dem Tag, maximal einen Tag später. Weil bei Wirecard kommen jeden Tag irgendwelche neuen Gerüchte auf den Markt und das seht ihr ja auch, was hier passiert, also auch hier bei der Abwärtsbewegung. Hier gab es ein riesiges Gap, der Markt fällt runter und das ist, finde ich, manchmal das Erschreckende bei so einer Aktie und deswegen kann ich die sehr schlecht über Nacht handeln. Ich gehe jetzt mal einfach hier auf diesen Punkt, nehme das mal hier raus, damit ihr das auch seht. Also die Aktie hatte hier eine Nachricht gehabt, die war nicht ganz so toll gewesen, hat ein Gap von 6% gehabt, ist dann aber riesig runtergefallen. So, und jetzt am nächsten Tag macht die Aktie hier oben wieder auf. Das heißt, also wenn ihr da drinnen wart, dann werden eure Stops wahrscheinlich rausfliegen, weil die Aktie 29% höher aufmacht und läuft dann den ganzen Tag wieder runter. Das sind Aktien, die handle ich nicht wirklich gerne. Das ist auch etwas, was wir eben in den Ausbildungen immer zeigen. Wenn die Volatilität zu hoch ist in einem Einzeltitel, dann macht es einfach wenig Sinn, hier solche Titel einfach anzufassen, weil ihr könnt meistens keinen guten Stop setzen. Das sieht anders aus bei Lufthansa. Also wenn, dann würde ich eher meine Augen auf Lufthansa halten, weil auch da, wie gesagt, eigentlich aus meiner Sicht schon wieder zu spät, also mindestens heute mit dem heutigen Tag zu spät. Eigentlich wäre das ein guter Trade am Freitag gewesen. Viele sprechen von der zweiten Abwärtswelle. Darauf bin ich vorhin schon eingegangen. Ja, also ich glaube auch, dass wir noch, Thomas, eine Bewegung nach unten grundsätzlich in den Märkten bekommen. Nämlich dann, wenn wir die Zahlen für Q2 bekommen bei den einzelnen Unternehmen, weil natürlich jetzt sehr viel Positives eingepreist wird. Man geht davon aus, dass die Märkte sich sehr schnell erholen, dass die Unternehmen sich sehr, sehr schnell erholen. Und das sehe ich aber nicht in jedem Bereich so. Man braucht ja nur mal auf die Fluggesellschaften zu schauen oder auf die Reiseveranstalter zu schauen. Auch am Wochenende habe ich mit vielen gesprochen. Was macht ihr denn so urlaubstechnisch dieses Jahr? Viele wollen in Deutschland bleiben. Natürlich sind auch einige dabei, die sagen, ja, wir fliegen in den Süden. Aber die meisten sind doch eher zurückhaltend. Auch ich selber habe für mich und meine Familie einen ganz klaren Entschluss getroffen. Also ich habe keine Lust. Wir waren jetzt gerade in Bayern gewesen. Das ist ja nochmal eine Sondersituation. Da läuft man fast überall noch mit diesen Mundschutzmasken herum, muss diesen Mindestabstand einhalten, was auch vollkommen okay ist. Aber grundsätzlich so würde ich und möchte ich auch keinen Urlaub machen. Und ich würde, wenn dann sich das weiterhin so entwickelt, wie das derzeit aussieht und sich immer weiter beruhigt, dann eben irgendwo hinfahren, wo ich diese Dinge nicht habe. Und das ist zum Beispiel in die Schweiz. Und so ist auch der Plan, dass wir, wenn alles klar geht, dann im August dann, ich habe sowieso eine Weiterbildung Anfang August am Bodensee in der Schweiz und würde dann von da aus dann mit meiner Familie dann auch in der Schweiz bleiben. Also ich würde nicht in den Urlaub fliegen, wie ich das sonst vielleicht in dieser Jahreszeit machen würde. Und ich glaube, das machen halt viele und deswegen glaube ich auch, dass eben, wenn die Zahlen rauskommen, ob jetzt für TUI, für Lufthansa oder wem auch immer, oder die Automobilkonzerne, da glaube ich, dass da noch ein großes böses Erwachen dann kommt, wenn die Zahlen für Q2 kommen. Denn auch da ein einfaches Ding. Ich habe meinen Leasingvertrag für meinen Porsche ist ausgelaufen im April. Normal hätte ich mir ein neues Fahrzeug gekauft, aber man weiß ja gar nicht, was kommt. Also es ist total schwierig. Es ist ja nicht nur, dass man nicht weiß, was wirtschaftlich passiert. Wir sind von dieser ganzen Krise gar nicht betroffen. Im Gegenteil, wir haben ein sehr, sehr gutes erstes Quartal gehabt. Aber Dieselfahrzeuge werden zum Teil nicht mehr hergestellt. Elektro, wir haben heute noch einen Bericht gelesen auf der Fahrt zurück, der neue E-Golf,
Für 1000 Kilometer braucht man mit dem Auto 15 Stunden inklusive Ladezeit. Maximale Durchschnittsgeschwindigkeit war 67 km/h gewesen auf einer Strecke quer durch Deutschland. Also das finde ich schon alles sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt wirklich dann machen soll. Und dann hält man sich halt zurück. Und so wie es mir geht, geht halt vielen. So, und das schlägt sich natürlich dann irgendwo natürlich auch in den Zahlen der entsprechenden Bereiche wieder. Was die Mehrwertsteuersenkung bringt, muss man sich dann am Ende des Tages dann auch einmal genauer anschauen. So, kommen wir zur Frage von Markus. Wenn die verprügelten Werte gespielt werden, haben wir doch keine Möglichkeit, diese zu traden, da diese doch insgesamt schwächer als der Gesamtmarkt aussehen, auch wenn sie vorübergehend ins Rampenlicht kommen. Ja, das ist eben, das hängt natürlich immer ein bisschen von dem Ansatz ab. Natürlich ist bei den verprügelten Werten es so, dass sie bei mir erstmal gar nicht so auf dem Fokus sind, weil ich ja anhand meines Sechs-Phasen-Modells natürlich schaue, dass ich möglichst dynamischen Werte bekomme. Jetzt haben wir ja vor 2 Wochen gesehen, dass die starken Titel, wie beispielsweise eine Amazon, eine Google, dass sie alle deutlich doch an Dynamik verloren haben. Und dann schaue ich halt bei den verprügelten Werten, wo es Nachrichten gibt. Das heißt, ich gehe also nicht gezielt oder blind in diesen Markt, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt einfach mal einen Sack von den verprügelten Werten heraus, sondern ich nehme genau die heraus, wo es gerade Nachrichten gibt, weil es ist ja schwierig zu sagen, welche von diesen verprügelten Werten steigt jetzt plötzlich an. Aber die Nachricht von TUI war für jeden einsichtig, ist über die Nachrichtenkanäle ganz offiziell verbreitet worden, dass es wieder losgeht. Lufthansa ist draußen gewesen und. Das heißt, wenn ihr auf die Nachrichten schaut und habt einen verprügelten Wert und da gibt es eine positive Nachricht, warum macht ihr dann keinen News Trade draus? Und das ist ja auch das, was wir auch in der Ausbildung besprochen haben. News Trades wiegen höher als der aktuelle Trend oder auch als das Sechs-Phasen-Modell. Und damit gab es sehr, sehr viele Chancen, hier tatsächlich in den letzten Tagen wirklich ganz, ganz viel Performance einfahren zu können. Könnte Wirecard auch so eine Rallye hinlegen wie Facebook oder Amazon? Fragt Thorsten. Ja, grundsätzlich natürlich schon. Ich meine, wir haben uns das hier angeschaut bei Wirecard, was die in der Lage sind, hier an Bewegungen natürlich zu machen. Ich fahre hier mal kurz rüber. Ich sag mal, wenn wir uns anschauen, wenn die vom Tief zum Hoch laufen, dann sind das hier mal 70%. Auch hier vom Tief zum Hoch waren es 40% und auch vom letzten Tief jetzt zum Hoch waren es auch 30%. Alleine der heutige Tag vom Tief zum Hoch, wenn man sich das anschaut, ist schon sehr, sehr stark. Auch wenn es zum Vergleich zum Freitag natürlich nur 1,5% sind. Die Frage ist nur, willst du das Intraday handeln? Dann finde ich, ist es total super, so eine Aktie wie Wirecard zu nehmen. Die kann man auf dem Minutenchart oder 5-Minuten-Chart natürlich anfassen. Wenn man sich weiß, wann und warum man diesen Titel handeln will, also nicht blind einfach reingehen, sondern tatsächlich mit einem Handelsplan. Aber wie gesagt, overnight ist mir die Aktie viel zu heiß. Ich möchte keinen Titel im Depot haben, bei dem ich nicht weiß, ob ich am nächsten Tag beispielsweise mit 10 oder 20% Minus ausgestoppt werde. Denn schaut einfach 3 Wochen zurück. Hier die Aktie ist sehr stark nach oben gelaufen, hat Intraday korrigiert, hat hier eine riesige Umkehrkerze hingelegt und nach dieser Umkehrkerze ging es auch hier 10% zur Eröffnung zurück und am Abend waren es 26% Minus gewesen. Also das sind so Dinge, da frage ich mich, muss man das wirklich handeln? Und fragt euch doch auch mal selber, auch wenn ihr schnell viel Geld verdienen wollt, und da bin ich wirklich der Allerletzte, der das nicht möchte. Ich bin seit 25 Jahren im Markt und handel wirklich und habe auch vor allen Dingen die ersten 10 Jahre meines Trader-Lebens wirklich ganz, ganz viel, ganz, ganz kleine Titel gehandelt und bin es auch gewohnt, 10% Bewegung am Tag zu haben, aber nur mit einem festen Handelsplan. Das heißt, wenn du weißt, was du tust, Intraday ist es super, aber es wäre keine Aktie für mich, die Overnight mitzunehmen. Theoretisch besteht natürlich die Chance, dass sie stark nach oben läuft, aber wie gesagt, ich bin da wirklich super, super vorsichtig, gerade wenn bei Aktien immer wieder tatsächlich Staatsanwaltschaft ermittelt und, weil da ist auch die Gefahr, dass dann halt was Negatives rauskommt und die Aktie wieder 10, 20% tiefer aufmacht. So, dann kann man zu diesem Zeitpunkt noch langfristige Investitionen tätigen oder noch etwas warten? Fragt Tobias. Also das mit diesen langfristigen Investitionen, das ist im Prinzip so ähnlich wie das, was ich vorhin auch schon gesagt habe zu Lufthansa. Das ist so ein typisches Bild. Damit meine ich dich, das meine ich weder böse noch meine ich dich damit persönlich, sondern das ist etwas, was man immer wieder feststellt.
Wenn wir, ich gehe jetzt mal noch mal kurz auf die Indizes zurück. Möchte euch eine Geschichte kurz erzählen, weil es bietet sich hier einfach an, weil wir auch die Zeit ja dafür haben. Wenn wir den DAX nehmen und wir haben in dieser Abwärtsbewegung, die hier runterging, ich nehme mal kurz die Zeichnungen heraus, dann sind unsere Kunden, die nach dem Sechs-Phasen-Modell agieren, also die Trader, sind hier oben irgendwann rausgekommen. So, das war ungefähr bei 13.000, 13.100, spielt gar keine Rolle. Also um diesen Bereich sind wir alle ausgestiegen aus dem Handelsmarkt auf der Long-Seite. So, dann habe ich natürlich immer wieder Anfragen zu Coachings. Das ist das ganze Jahr über immer ziemlich gleichbleibend, bis zu einem Punkt, nämlich als der DAX zum ersten Mal unter die 10.000-Punkte-Marke gefallen ist. Da haben dann viele gefragt, soll ich meine bestehenden Positionen absichern? Und als wir unter 9.000 gefallen sind, hätte ich jeden Tag, bestimmt über die nächsten 4 Wochen hinweg, jeden Tag Coachings machen können. Weil alle im Prinzip nur eins wollten, raus, raus, raus aus dem Markt und wollten nur wissen, soll ich das jetzt machen oder soll ich noch 1-2 Tage warten? Worauf will ich hinaus? Es ist nicht so, dass hier oben die Masse ausgestiegen ist, sondern es sind nur die Händler gewesen, die professionell im Markt sind oder die Trader unter euch, die eine klare Handelsrichtung haben oder die nach unserem Sechs-Phasen-Modell agieren. Die sind alle hier oben ausgestiegen. Hier unten ist keiner von unseren Kunden, zumindest hoffe ich, das ausgestiegen aus dem Markt, weil die hätten schon viele tausend Punkte oberhalb raus sein müssen. Hier unten, wie gesagt, wollten am Ende des Tages, wir haben mindestens 20 Anrufe gehabt in dieser Zeit hier unten, wo wir zwischen 9 und 8.000 Punkte waren, die alle raus wollten, die auch aus Investmentpositionen, jetzt kriege ich den Dreh ein bisschen zum Investmentbereich, raus wollten aus dem Markt und zum Teil das auch gemacht haben. Und das ist halt Irrsinn. Es ist absoluter Irrsinn, weil stellt euch vor, ihr habt hier oben darüber nachgedacht, eine Aktie oder ein Investment zu treffen. Ihr hättet Apple-Aktien kaufen wollen, Amazon-Aktien kaufen, was auch immer. So, und da wart ihr bereit, das zu tun zu einem bestimmten Kurs. Ich sage jetzt einfach mal zu 100. Es ist egal, welche Aktie es ist. So, jetzt fällt der Markt von hier oben hier runter auf 60. Ihr wart der absoluten Meinung als Investment, dass eine Amazon-Aktie oder dass der Gesamtmarkt hier super bewertet ist und ich möchte rein. Jetzt bekommt ihr diese Top-Aktie, die ihr haben wolltet, für 60 angeboten und ihr kauft sie nicht. Oder andersherum, ihr habt sie hier oben gekauft und wollt sie jetzt verkaufen. Die richtige Entscheidung wäre doch, wenn ich sie nicht habe, hier zu kaufen und die wenn ich sie habe, dann drüber nachzudenken, ob ich neue Positionen aufmache. Und jetzt ist genau das umgekehrte Bild. Seit ungefähr 3 Wochen ist es so, dass ich hier, und jetzt zeige ich den Nasdaq dagegen, dass jetzt die Fragen kommen, soll ich als Langfristinvestment, und das fragst du ja auch, als Investment jetzt, wo es neue Allzeithochs gibt, Allzeithochs in den Markt einsteigen, da frage ich dich wirklich, und das gilt auch für alle, warum habt ihr diese Entscheidung nicht getroffen, als wir 3.000 Punkte tiefer waren? So, und das müsst ihr euch einfach fragen. Natürlich kann man darüber nachdenken, jetzt einzusteigen. Und das mache ich ja auch als Trader. Also das ist der Unterschied, ob ich als Trader hoch handle. Das mache ich jeden Tag. Ich handle jeden Tag, wenn ich im Trading bin, Allzeithochs. Das wissen alle, die bei uns in der Ausbildung waren. Ich handle wirklich sehr, sehr gerne Allzeithochs als Trader. Aber nicht als Investor. Als Investor steige ich doch hier unten in den Markt ein und nicht hier oben, weil ansonsten passiert doch das. Du steigst als Investor hier ein und verkaufst hier. Und du steigst hier ein und verkaufst, wenn der Markt in die zweite Welle runtergeht. Das ist am Ende des Tages eben das Bild. Es gibt diesen sogenannten Bild-Zeitungsindikator, die irgendwann hier in diesem Marktumfeld sagen, alle Menschen müssen rein in Aktien. Hier unten sagen, kommen dann die ganzen Zeitschriften, die sagen, wir müssen raus. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass so viele, auch du vielleicht jetzt denkst, jetzt sind wir so weit oben, jetzt müsste ich eigentlich reingehen als Investor. Aber das macht halt einfach
wenig Sinn, weil ihr handelt genau entgegengesetzt dessen, was im Markt üblich ist. Ich glaube, keiner von euch käme auf die Idee, wenn ihr, ich sag jetzt einfach mal, ihr möchtet eine Flasche Champagner kaufen, die kostet im Schnitt 40 Euro. Jetzt gibt es die einmal in der Woche vor Silvester für 20 Euro zu kaufen. Den Champagner, den ihr eigentlich haben wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht nur eine Flasche kaufen, sondern fünf. Muss die Champagner sein, kann auch Sekt, Bier, was auch immer sein. So. Es gibt aber auch Phasen, da kostet die gleiche Flasche 80 Euro. Da wird er sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich weiß doch, dass die in der Woche vor Weihnachten nur 20 kostet. So, da sind wir alle total rational. Viele von uns nehmen Einkaufsprospekte und gucken, wo sie etwas 5% günstiger kriegen. Aber jetzt wird genau das Umgekehrte. Und das liegt natürlich daran, das ist halt nicht ihr Schuld, sondern das ist zum einen unser Gehirn und zum anderen sind es die Medien, die jetzt natürlich sagen, oh, wir sind wieder oben, jetzt ist die Rally da, das ist das Schlimmste, ist vorbei. Das ist von daher getrieben. Das ist also, deswegen kann ich das super verstehen, dass die Frage kommt, ganz klar. Aber ich möchte euch auch eben zeigen, wie ihr es besser machen könnt. Und darum geht es ja eigentlich auch. Sonst bräuchten wir hier diese Webinare gar nicht zu machen. Das liegt mir wirklich am Herzen, dass ihr auch lernt, die Märkte zu verstehen und billig zu kaufen und teuer zu verkaufen oder als Trader teuer zu kaufen und noch teurer zu verkaufen oder auf News zu gehen, wie beispielsweise bei TUI oder Lufthansa. So. Ja, du fragst Langfristinvestitionen in Tabakaktien, in REITs. Also das ist alles abgefahren, der Zug. Also man kann da noch aufsteigen, aber ich würde das nicht tun. Also ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich, jetzt im Moment langfristige Investitionen zu treffen. Egal, ob das in REITs ist oder in Dividendenaktien, sondern ich hätte das viel, viel früher gemacht. Ja, und wenn man keine Ahnung von Trading hat, das ist ja auch eine gute Frage, dann darf man auch nicht traden. Also auch da bin ich ganz klar und rigoros, auch wenn wir jetzt hier ein Webinar machen, was auch das Trading angeht, ganz klar, dann halte ich da raus. Also was ich dir empfehlen kann, Tobias, und ich hoffe, das ist erlaubt hier an dieser Stelle einmal, das auch zu sagen, kümmere dich drum um Investment. Wenn du keine feste Investmentstrategie hast, schau dich auf meiner Webseite einfach mal um, was Investmentstrategien angeht. Wir bieten da Ausbildungen in dem Bereich an. Wie gesagt, ich will ja gar keine Werbung hier in diesem Bereich groß machen, aber man braucht wirklich einen Plan, sowohl als Trader als auch als Investor, sonst bist du in diesem Finanzmarkt langfristig verloren. So, Irene fragt, gibt es einen News-Scanner? Und wie kann, jetzt ist es gerade umgesprungen, weil ein paar Fragen reingekommen sind, und wie kann man den mitlaufen lassen? Also ein News-Scanner, ich denke, du meinst einen Nachrichtendienst, das gibt es natürlich. Es gibt einmal die Seite Finanznachrichten, da hast du aber keine Minuten aktuellen Nachrichten, die sind zeitverzögert, 15 Minuten, weil der kostenfrei ist. Ansonsten haben alle hauptberuflichen Händler, so wie ich auch, natürlich einen aktuellen Nachrichtendienst, der sekundengenau die News anzeigt. Das ist dann auch egal, ob du jetzt einen sehr teuren nimmst. Das hängt ja immer von der Kontogröße auch ein bisschen ab, so wie Reuters oder Bloomberg. Für die privaten Kunden reicht aber in der Regel auch dpa, Deutsche Presseagentur. Da zahlst du ungefähr um die 80, 90 Euro für Realtime-Daten. Was hältst du von Zoom? Sehr gute Frage, weil auch die in den letzten Tagen natürlich öfter gekommen ist, ist ja vollkommen klar. Zoom ist ja in den letzten Monaten natürlich sehr stark in den Vordergrund getreten, weil natürlich viele Live-Veranstaltungen, wie auch bei uns, viele von euch wissen, dass ich da einmal im Monat im Schnitt ein Live-Seminar mache, so wie jetzt auch die Veranstaltung dieses Wochenende in Starnberg. Wir hatten auch letzten Monat hätten wir dann in Frankfurt, München entsprechende Seminare gehabt zum Trading oder auch Investment. Die konnten jetzt alle nicht stattfinden. So, und dann geht das natürlich vielen anderen Unternehmen auch so, und die sind da zum großen Teil auf Zoom umgestiegen. Und dadurch ist Zoom natürlich auch sehr stark nach oben gelaufen. Die spannende Frage jetzt ist natürlich, eigentlich sind es zwei spannende Fragen. Wird sich das durchsetzen, dass viele Unternehmen zukünftig, wenn dieser Lockdown gelockert wird oder wenn er sogar mal irgendwann komplett aufgehoben ist, wieder in das alte Bild zurückfallen und wieder ihre Treffen live machen? Also so wie ich zum Beispiel mit meinen Seminaren. Und
Für mich kann ich sagen, wir werden es auf jeden Fall wieder live machen, auch wenn die Kosten für mich natürlich deutlich höher sind, wenn ich ein Seminar live mache, als wenn ich es mit Zoom mache. Wenn ich Zoom mache, kostet mich das ein paar Euro im Monat, dann ist das Ding gegessen. Wir haben jetzt eine Veranstaltung in Starnberg gehabt, da kostet uns jeder Tag mit für jeden Teilnehmer 250 Euro. So, ist ja klar, wenn da 20 Leute sind, zahlt man jeden Tag 5.000 Euro für das Hotel, für Essen, Trinken, alles, was da dran hängt. Das ist aber vollkommen in Ordnung, weil der Austausch so wichtig ist von Mensch zu Mensch. Trotzdem glaube ich, dass man viele Dinge in Zukunft auch online machen wird, weil wir haben Online-Veranstaltungen gehabt. Viele von euch waren vielleicht auch bei Rendite Unlimited Online mit dabei gewesen. Wir haben es sonst live gemacht. Letztes Jahr waren wir in Frankfurt gewesen, 120 Teilnehmer. Jetzt haben wir es online gemacht, da waren wir 500. So, online können wir also viel mehr machen und es ist viel, viel günstiger und ich muss nicht mal reisen, ich kann es von zu Hause aus machen. Trotzdem werden wir es im Herbst wieder live machen. Warum? Weil der Austausch natürlich mit euch für mich viel, viel wichtiger ist und auch für euch ja viel spannender, als wenn wir es online machen. Das ist das eine. Das zweite ist, was ist denn mit Datenschutz? Zoom hat riesige Probleme, was die DSGVO angeht, weil bei Zoom seht ihr den anderen und ihr könnt den Namen lesen. Das ist auch der Grund, warum Facebook daran arbeitet, ein Konkurrenzprodukt zu bringen, was den europäischen Sicherheitsstandards genügt. Deswegen bin ich da super gespannt, was da kommt. Ja, die haben jetzt von dem Hype profitiert. Ich würde aber nicht mehr aufspringen bei Zoom. So, dann Tobias hat noch vielen Dank für die Antwort. Ich bin erst durch Corona an die Börse gekommen. Warum? Weil ich mich mit meinen Finanzen selbst bestätigen möchte und auch mich darum kümmern möchte. Das finde ich super, Tobias. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst in der heutigen Zeit, dich um dein Geld selber zu kümmern. An dieser Stelle noch großen Dank, dass du dein Wissen teilst. Sehr, sehr gerne. Ich habe gewiss in den letzten Stunden 300 Stunden Wissen gebunkert. Also das ist super. Also kümmert euch um euer Geld, egal ob ihr das jetzt als Trader macht, als Investor macht, ob ihr Weiterbildungen macht oder ob ihr nur Webinare schaut oder ob ein Seminar bei mir besucht. Also egal, aber kümmert euch bitte drum, weil wenn ihr das Geld auf der Bank liegen lasst, ihr kriegt da keine Zinsen mehr. Ihr müsst sogar Verwahrzinsen zum Teil bezahlen. Das ist ja Irrsinn. Und ihr könnt eigentlich locker im Jahr 10% auch ohne Trading machen. Also alle unsere Kunden, die sich im Investmentbereich unterwegs sind, machen zwischen 10 und 20% jährliche Performance. Also da bitte kümmert euch drum. So, Clemens schreibt, ja, weil der Shampoo ist wieder teurer wird. Da dachte ich schon, es wird billiger überall. Ist von der zweiten Welle zu lesen nach unten. Ja, das ist halt einfach so. Man liest überall die zweite Welle. Und ihr müsst euch immer fragen, und das ist auch so ein Ding. Irgendwie läuft das Webinar heute ein bisschen anders als sonst. Sonst gucken wir viel mehr auf die Charts. Machen wir gleich auch noch ein paar Minuten. Aber ist natürlich auch jetzt in dieser Krise natürlich auch super spannend, was da passiert. Ihr müsst euch immer überlegen, wenn ihr etwas lest, egal ob das jetzt eine Zeitung ist oder noch krasser, wenn es Finanzseiten sind oder auch Kollegen, hinter jeder Meinung steckt eine Position. Ob das ein Analyst ist, der für ein Brokerhaus arbeitet oder wer auch immer eine Meinung vertritt. Weil wenn, ihr müsst euch überlegen, wenn ein Analyst von der Deutschen Bank als Beispiel sagt, Amazon ist unterbewertet, die steht gerade am Allzeithoch. Glaubt ihr, das würden die sagen, wenn die keine Amazon-Aktien besitzen würden im Depot? Unwahrscheinlich, weil wenn die sagen, die Aktie ist unterbewertet, gehen sie davon aus, dass die Aktie steigt. Also das heißt, eigentlich würde es doch Sinn machen, wenn sie die selber im Portfolio haben. Das heißt, es steckt eine Meinung dahinter. Also diese Meinung, die sie vertreten, hat eine Position dahinter. Und das ist halt fast immer so. So, und wenn jetzt jemand sagt, oder viele Leute sagen, es wird jetzt eine zweite Welle gehen, der Markt wird nach unten weg, crashen. Naja, warum sagt er das? Weil er eben short positioniert ist und viele Leute braucht, die auch aufspringen. Deswegen, wenn ich News lese, dann schaue ich mir die an, versuche meine Meinung zu bilden und dann schaue ich auf den Chart und handle das, was ich im Chart sehe. Und der Markt hat immer recht und den Spruch habt ihr schon 100 Mal gehört. Und es ist einfach so, macht doch das, was im Chart ist. Nehmt die News, schaut, was macht der Markt aus den News und versucht nicht eure eigene Meinung umzusetzen, sondern die Meinung, die der Markt halt euch zeigt, weil nichts ist teurer, als eine eigene Meinung zu haben. Norbert schreibt, hallo Mario, nutzt du für deine Ein- und Ausstiege den Footprint-Chart oder das
Orderbuch. Nein, mache ich nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich glaube, dass es viele gibt, die damit gerne arbeiten. Ich glaube sogar, dass sie das erfolgreich machen. Ich glaube aber auch, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Ich habe wirklich mehr Trades, glaube ich, gemacht als die allermeisten von euch. Also ich habe jetzt knapp 60.000 Trades gemacht und ich habe auch eine ganze Zeit lang aus dem Orderbuch gehandelt. Das war so um die Zeit herum von 1999 bis 2010 ungefähr. Dann ist es irgendwann, hat es immer mehr zugenommen, dass es immer mehr Iceberg-Orders gab, also dass man eigentlich nicht mehr sehen konnte, was tatsächlich im Markt wirklich passiert, was steht wirklich hinter den Orders. Iceberg heißt zum Beispiel, du möchtest 20.000 Aktien kaufen, also ein großer beispielsweise zeigt aber in seinem Orderbuch nur 400 oder 300, die er kaufen will. Das heißt, du siehst eigentlich gar nicht mehr wirklich, was dort passiert. Und dann habe ich einfach aufgehört damit, weil es mir in meinem Auszug auf meinem Kontoauszug keinen Vorteil mehr gebracht hat. Seitdem ich das weggelassen habe, habe ich genauso viel verdient wie vorher. Das heißt nicht, dass es nicht Leute gibt, die damit wirklich Geld verdienen, weil die vielleicht ein System für sich entwickelt haben, mit dem sie da klarkommen. Ich wäre aber trotzdem als Außenstehender immer vorsichtig, wenn ich versuchen würde, das selber nachzumachen. Auch da glaube ich, dass sehr häufig auch immer ein berechtigtes Interesse dahinter steht, wenn da ein Produkt hinter ist, was man vielleicht kaufen oder verkaufen kann. Also deswegen, aber ich glaube trotzdem, dass es funktioniert. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, sehr lange, wie bei vielem anderen auch, das ist bei Markttechnik auch nicht anders. Auch da besteht natürlich ein berechtigtes Interesse auch von meiner Seite auch hinter, deswegen, ich will mich da gar nicht ausnehmen. Natürlich biete ich auch Weiterbildung an, also deswegen, das gilt für mich genauso wie für alle anderen auch, da bin ich auch total ehrlich. Aber ich bin auch so, dass ich sage, dass das funktioniert bei den anderen. Ich sage sowieso, dass viele Systeme draußen funktionieren. Ihr müsst nur gucken, passt es zu euch und ist es duplizierbar? Also ist es so einfach, dass es jeder duplizieren kann. Bernhard fragt, ob ich was zu Apple sagen kann. Aber klar, schauen wir uns Apple an. So, Apple ist auch ein Kandidat, den wir bei uns im Screening-Dienst auf der Watchlist haben, der auch super, super spannend ist, gehört im Prinzip auch zu den Titeln, die ich ja auch gerade schon genannt habe, zu den sogenannten Fangaktien, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, die muss man natürlich im Depot haben. Wir haben ja auch vorhin drüber gesprochen. Hier oben wollten alle Apple haben. Also wenn ich jetzt sage, alle, stimmt das natürlich nicht. Ist natürlich nicht jeder gewesen. Aber hier oben haben sich viele damit auseinandergesetzt, Apple zu kaufen, als wir bei 300 vielleicht waren. So, dann waren die bei 220, 230, 240. Da wollten plötzlich die Leute aus Apple raus. Natürlich haben wir auch hier unten auch welche Apple gekauft. Und jetzt fängt man wieder dran, darüber nachzudenken, ob man Apple wieder kaufen soll. Das haben sie hier auch schon gemacht. So, das heißt, Unterschied Investor zum Trader. Investor würde ich mir überlegen, ob ich da oben einsteigen möchte. Also ich persönlich würde es nicht tun. Als Trader ja, weil als Trader, wir haben gerade neue Jahreshochs gemacht und die möchte ich natürlich gerne traden, weil Jahreshochs traden ist hochprofitabel, gerade in einem Marktumfeld, in dem wir uns derzeit befinden. Ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was anfangen. Also wie gesagt, als Trader ist es super, aber eben als Investor aus meiner Sicht zu spät. Da hätte man eigentlich hier, also ich sag mal, aller spätestens so im mittleren Bereich hier auf die Idee kommen können. Also spätestens hier hätte man sagen müssen, nee, ich muss da jetzt wieder rein. Also diese ganze Quatsch hier mit dem Virus. Und ich meine das jetzt gar nicht abwertend. Das war also diese ganzen Lockdowns, das ist alles wichtig gewesen. Und das ist für viele auch wirklich ganz wichtig, gerade für die älteren Leute und. Aber für das, was gemacht wurde, dass zum Teil Unternehmen auf Null runterfahren mussten und da zigtausende, ja, wenn nicht sogar Millionen Arbeitsplätze überall in den verschiedenen Ländern verloren gehen, ist schon eine Geschichte gewesen. Also ich hätte auch die Entscheidung nicht treffen wollen, auch das ganz klar. Deswegen sage ich auch, das ist alles okay gewesen mit dem Lockdown und. Aber das, was im Markt passiert ist, dieses Abrutschen, diese blanke Angst, die wir gesehen haben, das war übertrieben. Also nicht das, was passiert ist, was gemacht wurde von den Ländern, ist alles gut. Ich hätte das auch nicht entscheiden können und wollen. Aber natürlich, dass wir in Panik geraten sind, auch das ist normal. Aber wir müssen dann auch mal wieder zur Normalität zurückkommen und das als solches auch einordnen, wie es ist. Und ich kann das auch nur für uns sagen, hier in der Region, wo wir leben. Wir haben hier einen Infizierten auf 25.000 Einwohner. Da muss man auch die Kirche irgendwann mal im Dorf lassen. Okay. Gibt es etwas Neues zur Verlustverrechnung für Privatanleger? Heiko, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe noch nichts Neues gehört.
Also es gilt immer noch das, was wir Anfang des Jahres gehört haben. Am besten mit den Steuerberatern sprechen, was wir halt machen. Wir kümmern uns für unsere Kunden sehr intensiv gerade um Möglichkeiten, also A, um tatsächlich mal Aussagen vom Bundesfinanzministerium zu bekommen, weil es sicherlich für viele interessant ist. Ich glaube auch, dass die Broker gerade jetzt auch FX Flat da auch dran ist. Wir überlegen auch, da eine Veranstaltung nach der Sommerpause zu machen. Wir werden euch auch darüber informieren, wenn wir das Webinar dazu starten werden. Also wenn ihr noch nicht unseren Newsletter abonniert habt, dann macht es, weil dann seid ihr immer informiert, nicht nur darüber, sondern auch über jedes Webinar, was wir veranstalten, einfach auf meiner Website www.lüdemann-coaching.de und dann einfach euch auf den Newsletter eintragen. Also ansonsten, es gibt da einfach nicht viel Neues. Ich glaube, auch die Bundesregierung, ehrlich gesagt, hatte in den letzten 3, 4 Monaten noch andere Dinge zu tun, als sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist ein super wichtiges Thema. Ich selber kann für mich sagen, ich habe das Thema auch angefasst, nämlich insofern, dass wir schon Ende letzten Jahres, dass wir nicht nur eine GmbH gegründet haben, sondern auch sofort eine Holding dazu. Das heißt, mich betrifft das sowieso nicht, aber natürlich werden wir für unsere Kunden, und auch das haben wir am Wochenende in Starnberg besprochen mit unseren Kunden aus dem Mastermind, wir werden für unsere Kunden auch dort an einer Lösung arbeiten und dann entsprechend dazu auch ein Webinar veranstalten und dann auch entsprechend ein Seminar. Gold- und Silberinvestments, sind die mittelfristig interessant? Noch eine Nachfrage von Heiko. Ja, immer. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht die Leute, die darüber immer das in Frage stellen, ob Gold oder Silber ein gutes Investment ist. Denn wenn ihr euch langfristig einen Chart anschaut, wir haben das jetzt, ich muss das leider wieder nochmal erwähnen, am Wochenende eben auch gemacht, als wir beim Mastermind-Treffen waren. Wir haben uns einen Goldchart über die letzten 50 Jahre angeschaut. Und es geht halt nur nach oben. Ja, Gold wirft keine Dividenden ab. Und Dividenden Titel zu handeln und ein Dividendendepot zu haben, das ist alles schön. Das ist genauso wie eine Immobilie zu haben und Miete zu kassieren, ist alles schick. Aber wie viele von euch haben sich denn vielleicht auch erschrocken, als jetzt plötzlich ganz viele Unternehmen plötzlich ihre Dividende gekürzt haben, halbiert haben, ausgesetzt haben und zusätzlich der Aktienkurs den Bach runterging? Und das ist etwas, wovor ich schon vor Monaten, vor Jahren gewarnt habe, als plötzlich alle auf diese Dividendenstrategien, Dividenden sind die neuen Zinsen und eingegangen sind. Auch wir haben Dividendentitel. Auch meine Frau hat ein Dividendendepot. Das ist auch alles gut und auch alles schick. Aber man muss auch da wirklich aufpassen und man darf das nicht ausschließlich machen. Ich kenne ganz, ganz viele, die auch wirklich sehr viel Geld damit in den letzten Wochen und Monaten verloren haben, vor allen Dingen, wenn es in Kombinationen war mit Optionshandel. Ich will da gar nichts gegen sprechen, weil Optionshandel ist super und gut und wichtig. Wer sich damit auseinandersetzt, man hat hohe Trefferquoten und. Aber es gibt halt auch ganz viele, die haben in den letzten Wochen wirklich die Hälfte ihres Geldes und mehr damit verloren. Gold und Silber, wie gesagt, langfristig gesehen ist es ein super Investment. Noch besser ist es, Heiko, wenn du eine gute Strategie hast, wann du damit einsteigen möchtest und wann du aussteigen möchtest. Wir verwenden dort in unseren Ausbildungen die sogenannte VIP-Strategie. Das heißt, wir versuchen, Gold gegen Indizes laufen zu lassen. Das heißt, Gold zu kaufen, wenn es billig ist. Dann steigen in der Regel die Aktienmärkte und umgekehrt gibt es feste Regeln für, die wir auch nutzen. Aber schau dir langfristig das an. Gold, es ist einfach eine gute Entscheidung, das zu machen. Und man kann natürlich auch noch schauen, was wird gerade mehr gespielt, läuft Gold gerade besser oder Silber, was ist gerade unterbewertet. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. All das zeigen wir auch im Detail. Das wird jetzt hier zu weit führen, auch in den Ausbildungen, weil das natürlich wichtig ist, weil du kannst eine wahnsinnig gute Performance auch mit Gold und Silber machen, auch wenn es keine Dividenden gibt. Fred fragt, aber als Trader ist das an den Höchstständen auch nicht einfach zu traden. Also du beziehst das jetzt auf Indizes. Es kommt darauf an, Fred, ob du eine gute Strategie hast oder nicht. Also ich selber handle seit ungefähr 15, 18 Jahren Allzeithochs und es gibt neben News Trades für mich nichts Schöneres und auch vor allen Dingen nichts Einfacheres zu handeln. Natürlich hat man auch da Verlusttrades. Auch da ist 40, 45% aller Trades, die man macht, sind Verlusttrades. Das ist beim Trading so. Es gibt ganz wenig Strategien, wo das anders ist. Beim Investment haben wir am Wochenende auch darüber gesprochen, sind fast alle Strategien, die wir nutzen, 80% Trefferquote. Ja, beim Trading ist das nicht so. Da sind die Trefferquoten zwischen 50 und 60%. Aber in einem Aktien auf Allzeithoch zu traden, funktioniert in positiven Marktumfeldern sehr, sehr gut. Wo es nicht funktioniert, ist in mittelmäßigen oder
schlechten Marktumfeldern. Das heißt, wenn der Markt seitwärts läuft oder nach unten gerichtet ist. Okay, dann würde ich, sehe ich gerade, wir sind schon ziemlich weit mit der Zeit fortgeschritten. Wir sind also gar nicht so tief diesmal in die Aktien gekommen. Ihr habt wahnsinnig viele Fragen gehabt. Finde ich auch super, dass wir auch mal so ein Webinar gehabt haben, wo wir weniger auf die einzelnen Titel eingegangen sind. Wenn ihr wissen wollt, was unsere Lieblingstitel derzeit sind, dann könnt ihr das feststellen, indem ihr bei uns einfach in den Screening-Dienst mal hineinschaut. Den könnt ihr für einen Monat testen, wenn ihr möchtet. Da haben wir immer die spannendsten 10 Werte drin. Ansonsten natürlich gerne am kommenden Montag wieder in unserem Marktausblick, den ihr als Video auch bei YouTube bekommen könnt oder montags eben auch sofort aktuell über unseren Newsletter. Zum Schluss noch kurz ein paar Termine in eigener Sache, das aber jetzt auch zum Abschluss. Wer sich für das Thema Weiterbildung interessiert, wir starten am 29. und 30. August mit unserer Mastermind-Ausbildung Volatilität. Was es damit auf sich hat, ist in 2 Sätzen erklärt. Wir zeigen dort, wie ihr im Schnitt 50% Performance machen könnt. Und das war jetzt gerade auch unser Jahrestreffen gewesen. Und alle 20 Teilnehmer, die da waren, haben dieses Seminar auch ein Jahr später bedingungslos weiterempfohlen. Also kann ich euch nur ans Herz legen, unser Investmentseminar natürlich auch. Und für alle die ganz neu sind, so wie wir das vorhin ja auch ein paar Leute gehabt haben, die das gesagt haben, schaut einfach auf unseren letzten Termin hier. Ich will gar nicht auf alles eingehen, aber am 28. und 29. November Rendite Unlimited in Düsseldorf, da lade ich euch zu ein. Das ist wirklich eine super, super tolle Veranstaltung. 99 Euro kostet die 2 komplette Tage Seminar. Also das ist wirklich geschenkt. Also wer das nicht nutzt und noch nicht da war, macht es bitte. Ihr erfahrt da so, so viel zum Thema Trading und Investment. Das ist wirklich sensationell. Okay, dann ist noch eine allerletzte Frage. Erstmal vielen Dank fürs viele positive Feedback, was hier da. Können Sie noch was zum Ablauf der 90-Tage-Trader-Ausbildung erklären? Vielleicht darf ich noch, Nelson, eine Minute kurz überziehen. In der Trader-Ausbildung geht es darum, dass wir entweder im Live, 3 Tage live, alles Mögliche besprechen, was zum Trading wichtig ist, vom Konto beispielsweise bei FXFlat oder je nach Kontogröße, was ihr machen müsstet. Dann natürlich, wie handelt man richtig, wie findet man die richtigen Aktien, also wie ist unser Screening-Prozess, wie setzt ihr das um, wann müsst ihr Aktien kaufen, die billig sind, wann muss man Aktien kaufen, die teuer sind, soll man überhaupt Aktien kaufen, die billig sind, wie handelt man Aktien an Allzeithochs, also all das. Und dann in den 90 Tagen danach machen wir alle 14 Tage Webinare und besprechen eure Trades, damit ihr super schnell in den Handel kommt, um dann auch erfolgreich zu werden. Und wenn du mehr wissen möchtest, Tobias, dann ruf einfach bei uns im Team an, da helfen sie dir gerne weiter. Und das war es auch schon wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei gewesen seid und gebe wieder zurück zu Nelson. Super, vielen, vielen Dank, Mario. War sehr spannend heute. Mal ein anderes Format, hat mir aber auch super gefallen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern für auch die Fragen, dass das Ganze hier dann entsprechend interaktiv ist und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Jetzt eine kleinere oder eine längere Pause. 5. Oktober geht es dann entsprechend hier mit uns weiter. Wie gesagt, Sie sind ja schon dafür registriert und würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder live dabei sind. Bis dahin, alles Gute, passen Sie auf Ihre Trades auf und eine erfolgreiche Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.